Einen wunderschönen guten Morgen. In diesem Video möchte ich euch heute erklären, was es mit dem Facettentiller auf sich hat und wie euch das Tillern mit dem Facettentiller einiges an Zeit, Nerven und Sorgen erspart. Beim letzten Video über den Hickory-Bogen mit dem Bambus-Backing, da ist das ganze Thema mit dem Facettentiller etwas untergegangen, weil es mit einer Aufnahme nicht gut geklappt hat. Aus diesem Grund hier dieses neue Video. Da habe ich einen Bogen vorbereitet. Und bei diesem Bogen, seht ihr, habe ich an der Seite schon die Dicke eingezeichnet. Hier diese Linie. Da vorne ist der Bogenrücken. Und hier habe ich die Dickenlinie hier eingezeichnet. Da sieht man sie gut. Und da auch. Und jetzt ist es so, dass ich den Bogen nicht einfach flach mache und dann am Boden biege, das Bodentillern, und schaue, wie stark er sich biegen lässt, denn das birgt einige Gefahren. Und zwar kann es sein, wenn ich den Bogenbauch einfach so runter dünner mache und glatt mache, dann passiert es sehr oft, dass ich überhaupt am Anfang, ungeübt, mit der Raspel etwas schief komme. Und das hat dann zur Folge, dass der Wurfarm nicht gleichmäßig parallel ist. Das bedeutet dann, es könnte sein, dass dieser Wurfarm hier auf dieser Seite etwas dünner ist und auf dieser etwas dicker oder umgekehrt. Und wenn das so ist, dass er auf einer Seite dünner ist, dann biegt er sich nicht gleichmäßig. Dann biegt er sich nämlich auf der dünneren Seite mehr durch und den verzieht es dann so. Und beim Auszug, da gehen die Wurfarme nicht gleichmäßig zurück. Und das ist besser, wenn das nicht so ist. Und aus diesem Grund eben den Trick mit dem Facettentiller. Und ein anderer Nebeneffekt vom Facettentiller ist, dass da das Tillern viel schneller geht, viel einfacher ist und man auch bei ganz gewählten Wurfarmverläufen ein ganz, ganz, ganz gutes Ergebnis erzielt. Als erstes werde ich jetzt eben die seitliche Bogenkontur im 45-Grad-Winkel schräg bearbeiten. Das bedeutet, ich rasple mit der Raspel nicht so die Dicke, sondern ich halte sie hier im Winkel von 45 Grad und bearbeite so den Wurfarm bis zur Linie. So, und ihr seht jetzt hier die Bearbeitung der Facetten, also dieser Phasen. Und hier seht ihr nochmal, unten ist der Bogenrücken, der ist jetzt schön glatt eingespannt, also waagrecht. Und dann hier an der Seite sind die bearbeiteten Bogenseiten, also die Kontur des Bogens. Und hier von der Seite wird im 45-Grad-Winkel schräg die Raspel gehalten. So, diesen Prozess, also das Bearbeiten der Wurfarmfacetten, das wiederhole ich jetzt und zwar auf allen vier Seiten. Hier, hier und am anderen Wurfarm auch. Und ihr habt eh gesehen, das mit der Hufraspel, das klappt einfach wunderbar. Also das ist mein absolutes Lieblingswerkzeug. So, und jetzt sieht man hier wunderbar die zwei Phasen, also diese Phase hier und diese Phase hier. Die habe ich jetzt über die ganze Länge des Wurfarms bearbeitet. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich den Wurfarm dünner mache. Das bedeutet, jetzt trage ich hier waagrecht mit der Raspel Material ab, hier. Und dann kann ich beobachten, ob diese Phasenbreite, also die Breite dieser Fläche, gleich ist wie die Breite dieser Fläche. Und wenn diese die gleiche Länge haben oder die gleiche Breite, dann weiß ich, dass ich schön parallel bin und dass ich mit meiner Raspel genau parallel bin zum Bogenrücken darunter. Und so kann ich relativ zügig Material abtragen und muss gleichzeitig viel weniger Acht geben auf die richtige Parallelität.
Jetzt bin ich soweit bei dem Schritt, wo ich den Bogen hier abflache, aber ich werde jetzt nicht ganz komplett den bis zur Linie runter abflachen, also nicht ganz bis hierher, sondern ich werde zuerst mal etwas drüber bleiben. Oh, in dieser Höhe. So in dieser Höhe hier. Und da dann eben Acht geben, dass ich überall hier die gleiche Phasenbreite stehen lasse. So bin ich parallel. Und dann werde ich mal am Boden versuchen, wie stark er sich biegen lässt. Eben das ist das, im Fachausdruck sagt man dazu, das Bodentillern. Am Bodentillern. Und genau bei der Vorbereitung zum Bodentillern und beim Bodentillern selbst, dann hilft eben dieser Facettentiller enorm. Ich habe jetzt den Wurfarm bearbeitet, sodass die Phase hier auf dieser Seite und die Phase hier auf dieser Seite die gleiche Breite haben und das über die ganze Wurfarmlänge hinweg. Ihr seht hier vom Griffbereich bis ganz zum Wurfarmende hinaus, also bis ganz da nach oben. Dann ist es wichtig, dass ihr jetzt die Stärke des Bogens überprüft. Denn jetzt ist es so, jetzt müsst ihr mal schauen, wo ihr ungefähr mit dieser Dicke seid. Denn auch bei derselben Holzart ist es nicht immer gesagt, dass ein gleich starker Bogen immer gleich dick wird. Das hängt ganz vom Wuchsort des Baumes ab, von der Beschaffenheit des Holzes, auch viel von der Dichte des Holzes. Und da ist jeder ein bisschen individuell. Also es kann sein, dass ihr einen Eschenbogen habt mit 40 Pfund. Der ist einen Zentimeter dick und dann kann es sein, dass ihr einen anderen Eschenbogen habt mit 40 Pfund und der ist nur 8 mm dick oder 12. Das kommt natürlich auf die Bogenlänge drauf an, aber auch auf die Beschaffenheit und Eigenschaften des Holzes selbst. Ja, und hier prüfe ich nun durch Durchdrücken des Bogens die Stärke des Wurfarms. Also dieser Wurfarm ist mir noch etwas zu stark. Ich würde den so lassen, wenn das jetzt ein 60-Pfund-Bogen werden würde. Aber ich mache hier einen mit 45 Pfund, dann trage ich noch etwas ab. Und dazu schaue ich einfach, dass hier die beiden Phasen etwas kleiner werden, aber immer schön parallel. Und ihr seht jetzt auch, warum es wichtig ist, in der Anfangsphase des Bogens die Kanten alle ganz scharfkantig zu lassen. Denn so hat man das sehr gut im Blick. Kante, Kante, Kante. Wenn da was abgerundet wäre, dann wäre es sehr schwer, diese Kanten gut zu sehen. Und dann müsstet ihr wirklich wieder viel, viel mehr aufpassen. Also beim Bodentillern und beim Facettentiller, da bitte den Bogen noch scharfkantig lassen. Jetzt habe ich den Wurfarm noch zweimal bearbeitet. Jetzt ist nur mal ganz ein kleiner Abschnitt von dieser Phase zu sehen. So hier ungefähr 1,5 mm breit und hier 1,5 mm breit. Und jetzt lässt er sich ausreichend biegen. Jetzt weiß ich schon, wenn ich die zweite Seite bearbeite, wie dünn der in etwa wird. Das bedeutet, bei der zweiten Seite brauche ich nicht mehr so viele Versuche. Denn ich kann jetzt gleich schon auf diese 1,5 mm über der Linie hinunterarbeiten. Jetzt habe ich beide Wurfarme auf die gleiche Dicke gebracht. Und auch am Bodentiller, also am Durchdrücken am Boden, da sehe ich, dass beide die gleiche Stärke haben. Ich fühle jetzt bei beiden Bogenwurfarmen die gleiche Biegebelastung oder den gleichen Widerstand. Das bedeutet, für den jetzigen Zeitpunkt bin ich mal zufrieden mit dem Bodentiller und da kommt jetzt das Facettentillern zu seinem Abschluss. Der Facettentiller hilft eben im Laufe des Bodentillerprozesses viel schneller zu einem sauberen Ergebnis zu kommen. Und jetzt, bevor ich aber zum richtigen Tillern übergehe, muss ich die Kanten unbedingt runden. Das mache ich jetzt mit der Ziehklinge und anschließend bin ich bereit für das richtige Tillern. Aber dazu dann in einem anderen Video mehr.
Wenn euch mein Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal, damit könnt ihr mich unterstützen und liked das Video und drückt auf die Glocke. Bis bald!